wunderschönen guten Morgen an diesem 9. Dezember. Heute wird's ernst und ich hoffe, ihr bringt die entsprechende Aufmerksamkeit mit. Es geht um Speicher und Speicherplatzbedarf. Ich habe die Samsung SSD T5 mitgebracht, eine kleine Speicherlösung, die ich mittlerweile exklusiv benutze. Ich habe mehrere von diesen Geräten. Die nutze ich sowohl auf macOS als auch auf iOS. iPadOS und iOS 13 machen es möglich, dass ich diese kleinen Festplatten an ein iPad anschließen kann. Einfach per USB-C auf USB-C. Oder wenn es sich um ein iPhone handelt oder ein iPad Mini, dann nehme ich diesen Lightning-Dongle, Lightning per USB-A. Und dann brauchst du noch extra Strom und dann wird diese SSD genauso erkannt über die Dateien ab und kann ganz klassisch Dateien kopieren. Es ist der Wahnsinn. Es ist ein bisschen oldschool, aber es funktioniert einfach. Und ich werfe die einfach so in meinen Rucksack und habe die immer dabei. Die sind sehr resistent gegen irgendwelche Stöße. Also mir ist zumindest noch keine kaputt gegangen. Die sind klein, leicht. Man kann viele Gigabyte für kleines Geld, für verhältnismäßig kleines Geld dabei haben, immer, um Dateien zu kopieren. Und meine Herangehensweise an so Speicherplatzbedarf ist, was da nicht drauf passt, das wird weggeworfen. Mehr oder weniger. Also das sind auch nur so Scratch-Discs, wo ich so mal Dateien drauf kopiere und dann am MacBook was schneide und dann nehme ich sie wieder in die Firma. Aber das ist nichts Permanentes. Ich finde es eh überbewertet, so Sachen aufzuheben. Aber wenn man mal so ein paar Gigabyte hat, um sie mit rumzuschleppen, dann ist das eine sehr, sehr schöne Lösung. Die Kabel kommen nämlich gleich mit. Wie gesagt, USB-C ist der Anschluss. Verschiedene Adapterkabel liegen bei. Die T5 von Samsung, ein, wie ich finde, ideales Zubehör jetzt für iOS 13 und iPadOS. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns am morgigen 10. Dezember wieder.